Hey, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein wirklich richtig gutes Gadget fürs Auto vorstellen. Zum einen spart man Geld beim Tanken, bekommt einige nützliche Informationen zur Fahrt und weitere Informationen über das Auto an sich. Also, los geht's! Genauer gesagt handelt es sich hierbei um den Service Tanktaler. Zu einem geliefert wird das Ganze in dieser Box und da schauen wir als erstes einmal rein. Hier haben wir zum einen den Quickstart Guide, den Stecker selbst und einen Verlängerungsadapter. Jetzt benötigt man lediglich die Tanktaler App, der Link dazu ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nun kann es aber auch schon eigentlich losgehen. Jetzt muss der Stecker in den OBD2 Steckplatz im Auto gesteckt werden. Da müsst ihr einfach mal in die Bedienungsanleitung von eurem Auto schauen. Da soll es eigentlich beschrieben sein, wo sich dieser Stecker befindet. Wenn das geschehen ist, bekommt man auch direkt eine Push-Mitteilung aufs Handy, dass die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen ist. In der App muss man jetzt noch einige Informationen eingeben, wie zum Beispiel Tankgröße, Kraftstoffart, also was man tanken muss. Und dann kann es eigentlich auch schon vollständig losgehen. Wenn man die App öffnet, hat man erstmal eine Karte, sieht auch direkt, wo sich das Auto befindet. Und im Umkreis herum sieht man alle möglichen Tankstellen und man sieht, wie teuer der Literpreis ist, der jeweiligen Kraftstoffart, die man halt benötigt. Auf jeden Fall schon mal ein richtig praktisches Feature. Manche Tankstellen sind hier auch mit einem sogenannten Tanktaler ausgezeichnet. Das heißt, bei diesen Tankstellen bekommt man pro getankten Liter einige Tanktaler gutgeschrieben. Diese kann man dann, wenn man genug davon hat, einlösen gegen andere Prämien, zum Beispiel Amazon-Gutscheine oder Tankgutscheine. Das heißt, wenn man also viel unterwegs ist und an solchen unterstützten Tankstellen tankt, dann bekommt man irgendwann eine Tankfüllung sozusagen kostenlos. Wenn man unter dem Menüpunkt Mein Auto geht, dann wird es jetzt erst richtig interessant, denn hier findet man Informationen zum Tankfüllstand sowie zum Durchschnittsverbrauch, etwas zur Autobatterie, ob diese noch genügend Leistung hat und einiges zur zurückgelegten Strecke, seitdem man Tanktaler nutzt. Hier wird einem anschaulich dargestellt, wie viele Kilometer man in welchen Geschwindigkeitsgruppen zurückgelegt hat und man erhält eine Wochenübersicht sowie eine Darstellung über Tag und Nacht. Ich finde das Ganze wirklich grafisch sehr anschaulich dargestellt und so erhält man halt noch wesentlich mehr Informationen über das Fahrverhalten und kann das auch so ein bisschen vielleicht anpassen, wenn man also sieht, ha, ich bin viel in der Nacht unterwegs oder ich verbrauche wirklich sehr viel Kraftstoff, dann kann man das hier sehen, woran liegt das vielleicht, wann ist man sehr viel unterwegs und kann das vielleicht so ein bisschen anpassen. Unter Verlauf findet man die zurückgelegten Strecken sowie die ganzen Tankstops. Bei den Strecken kann man dann sehen, wie man gefahren ist und einige Ereignisse wie starke Bremsung etc. werden auch aufgelistet. Wenn man tankt, wird automatisch erkannt und man muss dann einfach den gezahlten Preis und die getankten Liter eingeben und schon wird der nächste Durchschnittsverbrauch oder der gesamte Durchschnittsverbrauch für das Auto dann wieder errechnet und das ist dann eigentlich auch schon alles. Was auch noch ganz cool ist, einige Tankstellen unterstützen nämlich das Feature, dass man direkt über die App bzw. über das Handy bezahlen kann und so muss man dann nicht erst noch reingehen zur Kasse, sondern kann es alles direkt über das Handy machen. Alles in einem auf jeden Fall meiner Meinung nach ein richtig cooles Gadget. Hier wird alles schön aufgelistet in ein paar Diagrammen und anschaulich dargestellt. Bei Tanktaler gibt es zwei Tarife. Einmal einen komplett kostenlosen und einen Premium-Tarif für 39 Euro im Jahr oder einmalig 79 Euro. Hier hat man natürlich noch wesentlich mehr Funktionen, in meinem Fall habe ich den Premium-Tarif. Bleibt zum Schluss natürlich nochmal die Frage des Datenschutzes. Der Anbieter selbst sagt, alle Daten würden anonymisiert und in großen Mengen zusammengefasst und nur für die einzelnen Statistiken für einen selber benutzt und somit sind eigentlich gar nicht einzelne Rückschlüsse zu den Daten möglich. Dennoch natürlich eine berechtigte Frage. Schaut dazu aber gerne nochmal in das FAQ. Der Link ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da ist es sehr gut beschrieben. Ansonsten war es es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gerne einen Daumen nach oben und mich unten abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Ciao.